Hallo Leute, ich bin DragonJay, willkommen zu meinem erste Reaction-Video. Ja, wieso geht es mit dir, Hallo, immer nicht? Okay, und frag mich wirklich bitte nicht, wieso steht bei meinem Hintergrund ein Weihnachtsbaum und der Weihnachten ist seit schon lang vorbei, weil ich keinen Bock und bin zu faul, es wegzunehmen. Ich denke, ich nehme es irgendwann weg, ja. Okay, dann gehen wir zurück zu unserem Thema Reaction. Tanzverbot, wir müssen reden. Yo Leute, was geht? Hier ist wieder Tanzverbot und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ihr habt schon gesehen, es gab gerade kein Doppelpiece. Das hat einfach den Hintergrund, dass dieses Video ein sehr ernstes Video ist und auch ein sehr beschämendes Video ist, wo ich sehr lange darüber nachgedacht habe, ob es schlau ist, dieses Thema zu veröffentlichen, darüber zu reden. Und ich habe mir einfach gesagt, ja, weil ich kann sowas einfach nicht gut für mich behalten, so weißt du, wenn ich so innerlichen Druck habe, dann ist einfach YouTube oder irgendwas wäre immer mein Ventil gewesen und in dem Fall muss ich einfach ein Video dazu machen. Deswegen hört mir einfach zu, ich erzähle euch eine Geschichte. Es war einmal, nein, es ist gar kein lustiges Thema, ich weiß nicht, warum ich hier schon wieder Späße mache. Es hat auf jeden Fall alles so ungefähr vor einem Jahr, anderthalb Jahren angefangen. Ich war auf einmal in ziemlich wohlhabenden Kreisen unterwegs. Ich will niemandem davon die Schuld geben. Das ist schon mal wichtig. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie die Schuld für irgendwas gebe. Nicht, dass hier jemand anschreibt, ey, du bist schuld. Nein, ich bin schuld. Ich war in sehr wohlhabenden Kreisen unterwegs und dort wurden wohlhabende Dinge getan, wie zum Beispiel shoppen. Jeder hat teure Klamotten getragen. Das hat mich so ein bisschen inspiriert, obwohl ich selbst nie klamottenmäßig so krass unterwegs war oder das mich interessiert hat. Ich auch. Mich nie interessiert, deswegen haben sich da auch einige Leute damals in Insta-Nachrichten und sowas aufgeregt. Hey, was ist denn jetzt mit dir los? Bist du auch so ein Modeopfer geworden? Was ist das denn hier? Irgendwelche Marken so? Ja, ist auch jedenfalls, ja. Jedenfalls hat mich das inspiriert. Dann habe ich angefangen, auch auf einmal teure Markenklamotten zu kaufen. Dann habe ich zweimal in der Woche teure Markenklamotten gekauft. Dann dreimal, dann viermal und ja. Also erstmal, zweite Mal. Wow, das mal cool, wird mal, yeah. Was soll ich sagen? Daraus hat sich dann so eine, naja, so eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Ich habe zu Hause irgendwie 200 T-Shirts oder so. Es hat mir immer nur diese... Was? Was? Wie bitte? 200 T-Shirts zu Hause? Boah. Boah. Was soll ich sagen? Was soll ich denn sagen? 200 T-Shirts zu Hause. Wenn ich jeden Tag ein T-Shirt trage, danach werfe ich das T-Shirt weg in den Müll. So kann ich 200 Tage machen. 200 Tage! 200 Tage! Puh. Und wegen der Temperatur und weiter Winter, Herbst sind kalt, dann trägt man nicht T-Shirt, sonst Pullover. Deswegen, so kann man 2 Jahre machen, denke ich. Boah, 200 T-Shirts. Das ist wirklich krass. Diese dämlichen Klamotten gekauft, die einfach immer nur so einen Minderwertigkeitskomplex aufdecken sollen. Also ich denke mal, 90% der Menschen, die so Modemarken tragen, so teure Sachen, die müssen irgendwas kompensieren. So, es ist einfach, also bei mir war es so. Es ist einfach so. Ich kaufe mir teure Klamotten, um den Leuten zu zeigen, oh, ich habe Geld, guck mal her, oh, wow, guck mal hier, Balenciaga, ich habe 400 Euro für ein Shirt ausgegeben. Ja, was? Keine Ahnung, jedenfalls. Ich kann verstehen, dass man sowas zeigen, so cool T-Shirt, so krass T-Shirt oder teuer T-Shirt, so kann ich verstehen. Das ist wirklich, wirklich dumm. Also 200 T-Shirt gekauft und pro T-Shirt 400 Euro ausgegeben. Ja, 400 Geld, ich denke Euro. Und 200 mal 400 sind, lass mich mal kurz rechnen, 80.000, boah, mit 80.000 hat man kein so cooles Auto oder Computer oder irgendwelche cooles gekauft, T-Shirt gekauft, boah, dumm, 200 T-Shirt zu Hause, pro T-Shirt 400 Gold. Das ist wirklich, wirklich ganz, ganz komisch, finde ich. Das ist wirklich komisch. Ja.
Das bin ich dann auf einmal so in diese Welt eingetaucht, dann auch immer in irgendwelchen Clubs und dann auch teure das. Boah, dann kommt Clubs. Oh. Ich habe völlig das Verhältnis dazu verloren, weil ich war halt mit diesen reichen Leuten unterwegs. Die haben alle Geld. Die müssen sich keine Gedanken darum machen, weißt du? Aber für mich hat sich dann irgendwann so eine Illusion aufgebaut, als wenn ich irgendwie auch reich bin und dazugehöre und dann das. Ey, kommst du hier mit? Ah ja, da 1000 Euro die Nacht, da, das. Das habe ich alles mitgemacht. So, dann war es auch so peinlich, Nein zu sagen. Dann hat man das gemacht. Was alles mitgemacht? Oh oh. Und dazu kam dann halt auch noch eine gewaltige Inaktivität, kann man dazu sagen. Also nicht nur, weil ich dann in der Zeit halt auch kopftechnisch Stress hatte wegen privaten Problemen, weil man dann halt immer viel Streitereien, dies, das. Dadurch war man dann auch viel kopfbelastet, war nicht mehr online. Nicht online sein bedeutet als Influencer, man verdient kein Geld oder man generiert kein Geld. Das bedeutet, ich war dann auf einmal konsumabhängig, süchtig, habe sehr viel Geld ausgegeben, aber habe zur anderen Seite kein Geld mehr oder... Das ist wirklich gefährlich. Zu wenig Geld verdienen oder kein Geld verdienen und viel ausgeben, das ist wirklich eine gefährliche Situation. Verhältnismäßig wenig Geld eingenommen. So läuft das dann auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin nicht einer von diesen extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Nein, ich bin jemand, der kaum Deals angenommen hat in seinem Leben. Fängt es an zu regnen? Der kaum Deals in seinem Leben angenommen hat und generell auch wirtschaftlich nicht der schlauste Mensch war. Grüße geht raus an die Krypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Aktien habe ich auch Minus gemacht. Ich habe ist auch egal. Jedenfalls bekommt man dann irgendwann die Realität ins Auge gedrückt. Dann guckt man mal aufs Konto und dann sieht man so, jetzt ist langsam so der Moment, wo man sich sagen sollte, jetzt sollte ich mal ein Päuschen machen und vielleicht auch mal wieder ein bisschen regenerieren und mich auch mal wieder auf das besinnen, was mein Leben eigentlich ausmacht. Und das ist ja nun mal das Internet. Das ist ja nicht nur ein Ding, wodurch ich Geld erwirtschafte, sondern das ist ja auch einfach mein Leben. So, das ist ja, es hat mich ja rausgeholt aus meinen nur zu Hause sitzen. Ich habe Videos gemacht, ich habe viele Menschen kennengelernt. Das ist ja mein Leben. Ich mache das gerne. Ich streame gerne. Und das hat sich alles irgendwie so ein bisschen abgewendet, weil ich auf einmal nur noch in so Kreisen unterwegs war, immer so KDW, ich gehe jetzt Steak essen und der Gastwirt, der kommt gleich nach vorne und gibt mir die Hand, ach schön, Sie wiederzusehen, wir haben Ihren Stammplatz, und das ist alles, was ich nicht missen wollte, das ist so super toll, oh mein Gott, wie man hier umgarnt wird. Ja, kommen wir zum Punkt, ich bin pleite, das hört sich lustig an. Boah, schon wieder ein Influencer, der pleite ist. An, aber es ist einfach so, ich habe vor ungefähr anderthalb Wochen habe ich einen Anruf bekommen von meinem Steuerberater, der aber schon seitdem 2 Wochen mit mir telefonieren wollte. Was? 2 Wochen vor? Eigentlich, das kann man wirklich gar nicht warten, auch wenn man ernst hatte. Dann hat er mir aber auf WhatsApp geschrieben, ey du, wir müssen jetzt ganz, ganz, ganz dringend 2021 und 2022 oder... Illusion. Boom. Kaputt. Explosion. Irgendwie so 21 fertig machen, weil sonst gibt es Zuschüsse oder nee, wie heißt es? Versäumnis, genau. Dann gibt es so Versäumniszuschüsse vom Finanzamt, weil ich nicht abgegeben habe. Ja, ich habe mich lange gedrückt davor, weil ich Angst hatte, dass etwas passiert, was ich mir nicht wünschen würde. Ich weiß, dass ich 2021, ich musste schon immer vorauszahlen. Also vorauszahlen muss man eigentlich, glaube ich, in den meisten Fällen. Ich glaube, man kann es freiwillig machen oder wenn man zu spät abgibt, dann bekommt man das von dem Finanzamt aufgedrückt, so dass man dann einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss. Keine Ahnung. Ich bin kein Steuerfachprofi. Ich habe meinen Steuerberater dafür, der ist sehr gut und bis heute ging auch alles einwandfrei. Ich habe sehr viel vorausgezahlt und ich dachte mir so, ja gut, das sind jetzt, was weiß ich, sind es noch ein paar tausend Euro, die ich jetzt noch nachzahlen muss. Dann haben wir hier schön dieses, da haben wir die Bildschirmaufnahme auf, wir reden übereinander, er geht mit mir die Ausgaben durch. Ich so, wow, krass, krass, crazy, crazy. Viele Ausgaben gehabt, hat er mich auch gelobt für, nice. Dann gehen wir runter zu zahlender Betrag. Boom. GG. Ich habe so vor dem PC gesessen. Sie meinen das ernst, oder? Nee, aber jetzt kommt noch 2022. Nochmal der Betrag. Boah. Ich bin verschuldet.
Ich, der schon Reactions über andere gemacht hat, wo er sich darüber lustig gemacht hat. Wie kann man so blöd sein, dass man Finanzamt, du weißt doch, dass du Steuern zahlen musst, wenn man denn so viel Geld ausgeben, man weiß doch, dass es nicht einem selbst gehört. Jetzt weißt du auch, wie kann das passiert sein? Nice. Ich hab... Digga, du gehst mir richtig auf den Sack. Du Scheißding, kannst du bitte aufhören? Das Auto ist einfach Profi. Die ganze Zeit anzugehen? Ich bin verschuldet. Ich habe jetzt extrem hohe Steuerschulden. Also jetzt nicht so extrem hoch, dass sie niemals abarbeitbar wären. Aber ich kann sagen, ich bin das allererste Mal in meinem Leben verschuldet. Ja, das ist nicht schön. Und das ist beschämend. Mhm. Und das ist alles andere als toll. Weil jetzt werden alle Leute das erfahren. Und dann bin ich dann so, der weißt du, dann bin ich auf irgendeiner Party und alle so, ey, guck mal, der kann mit Geld nicht haushalten. 1 Million Abonnenten auf YouTube, 700.000 Follower auf Twitch. Insgesamt wahrscheinlich 2,5 Millionen Follower auf allen Plattformen, über 3 Millionen. Und ich stehe jetzt hier und sage euch, dass ich Steuerschulden habe. Wie kann man so... Das ist wirklich komisch, krass. Dämlich haushalten, währenddessen andere sich ein Haus kaufen, Alter. 400 Quadratmeter auf easy. Mhm. 80 Euro. 80.000 Euro. Ich weiß nicht, aber ich denke schon, kann man. Kann man ja auch machen eigentlich mit der Größe, wenn man richtig damit umgehen würde. Aber was hab ich getan? Ich war scheiße kaufsüchtig gewesen. Schön, dass ich jetzt 250 T-Shirts zu Hause... Was? Nicht nur 200? Okay, jetzt ist 250 mehr. 50 T-Shirts mehr. Also hab, wovon mir die Hälfte nicht passt, weil ich... Was? Die Hälfte nicht passt. Oh. Ich immer eine Größe kleiner gekauft habe, weil ich mir dachte so, oh, auf nice, ich nehme eh ab, dann kann ich das richtig... Ich nehme eh ab. Dann hat nicht geschafft, bei mir auch. Ich will Sport machen. Erster Tag, ich bin cool. Ich bin stark. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter, fünfter, sechster, einen Monat, nix. Also, 250 T-Shirt. Und ein T-Shirt kostet 400 Euro. Warte kurz. Also, 250 T-Shirt. Pro T-Shirt 400 Euro. Ich hab... was hab ich gedrückt? 250 mal 400. Genau. 100.000 Euro. Das kann man schon wirklich ein neues Auto kaufen. Oder so cooles, ganz starkes Computer. Oder anderes cooles Sachen. Nicht T-Shirt. 250 T-Shirt, das... Boah. Schön tragen, ja, hat bis heute nicht geklappt. Bis heute 6 Kilo zugenommen, ich kann diese ganzen T-Shirt... 6 Kilo zugenommen. Die meisten passt gar nicht zu. Ah. Ich kann gar nicht tragen. Nice! Ich sitze hier, Alter, in diesem Auto, wo der... Also, 50.000 Euro hat man einfach für nichts ausgegeben. Also die T-Shirt kann man nur gucken, kann man gar nicht tragen, weil er zu klein ist. Boah. Und der TÜV abläuft, wo ich nicht weiß, wie lange es noch fährt, weil der 200.000 Kilometer runter hat. Wow. Und irgendwelche Geräusche von sich gibt, Alter. Und ich habe einfach komplett verkackt. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Jetzt, ich habe viel zu spät realisiert, was das ist. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe, jetzt realisiere ich. Jetzt ist mir das wieder peinlich. Jetzt besinne ich mich wieder auf meine alten Gedanken und denke mir so, was ist das? Was habe ich hier eigentlich gemacht? Oh Junge, mein... Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Ich bin am Arsch. Aber ich wollte das einfach... Okay, so, ich habe gut gelernt, dass man wirklich nicht so viel Geld sowas machen kann. Wenn ich später in der Futur sowas gemacht habe, dann sage ich jetzt... Der ist furchtbar dumm. Ich nur mit euch teilen. Finde ich es lustig? Nein. Komme ich da weg? Ich denke schon. Wird es dauern? Ich denke schon. Ich auch. Es ist. Ich hab's verkackt, Leute.
Ich hätte es beweisen können, dass ich anders damit umgehe als Miguel, Pablo, die anderen. Wir haben uns letztens noch letztens onstream haben wir noch uns die Reaction von Simex angeguckt. Was meint ihr, was ich da in meinem Kopf? Er sagt in seiner Reaction so, ja, ich habe Steuerschulden in meinem Chat, in meinem Twitch-Chat schreiben alle rein, na, was für ein Idiot, wie kann man das nicht wissen? Und ich denke mir so. Ja, sagst du auch, wie das passiert kann. Ich muss mich so zusammenreißen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja. Ist jetzt so. Mehr kann ich euch nicht sagen. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Haut rein, Leute. Was kann ich sagen? 250 T-Shirt. Also 100.000 Euro für T-Shirt ausgegeben. Und die Hälfte passt nicht so. Puh, das finde ich wirklich, wirklich ganz, 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 ganz komisch. Also ich spreche auch komisch, also was soll ich sagen? Und ja, und ich hoffe wirklich, dass ich nicht die gleiche mache und Tanz for Bones schnell aus dieser Situation auskommen kann. Ja, und folgt mir bitte auf meinen YouTube-Kanal und mein Insta und mein Facebook und TikTok-Account. Und mir Like geben und schreibt deine Idee in meinen Kommentaren, was du denkst dazu. Ja, finde ich es auch komisch, oder? Ich denke schon. Und ja, dann bis dann. Ciao, ciao.